Der Psalmist sagt: Und es wird erhöht werden mein Horn wie das eines Einhorns. Der Physiologus sagt von ihm, dass es eine solche Eigenart hat. Es ist ein kleines Tier wie ein Böckchen, friedlich ist es und ganz sanft. Doch der Jäger kann ihm nicht nahe kommen, weil es gar so stark ist. Ein Horn hat es mitten auf der Stirn. Wie jagt man es nun? Eine reine Jungfrau setzt man ihm in den Weg, und es springt ihr in den Schoß, und sie streichelt das Tier und führt es in den Palast des Königs. Deutung: Das Tier wird auf die Person des Heilands gedeutet. Denn er hat aufgerichtet ein Horn im Hause Davids, unseres Vaters, und ein Horn des Heils ist er uns geworden. Nicht konnten Engel und Mächte seiner Herr werden, sondern er nahm Wohnung im Leibe der wahrhaftig reinen Jungfrau Maria. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Es gibt ein Tier, das wird Einhorn genannt. In jener Gegend, wo es wohnt, ist ein großer See, dorthin kommen die Tiere zum Trinken. Ehe aber die Tiere kommen können, zieht die Schlange aus und speit ihr Gift in das Wasser. Die Tiere nun, die wissen, dass das Gift im Wasser ist, trauen sich nicht zu trinken. Sie warten auf das Einhorn. Es kommt und geht sogleich in den See hinein und schlägt ein Kreuz mit seinem Horn und lässt die Wirkung des Giftes verschwinden. Und nachdem das Einhorn getrunken hat, trinken auch alle anderen Tiere. Und seine zweite Eigenart ist diese: Das Tier, das Einhorn meine ich, liebt sehr die Lustigkeit. Was machen nun die Leute, die es jagen wollen? Sie nehmen mit sich Becken, Trompeten, Gitarren und was sich Menschen sonst noch ausgedacht haben. So ziehen sie zu dem Platz, wo das Tier ist, und treten zu einem Reigentanz an, spielen die Trompeten und was sie sonst noch haben und singen ganz laut im Chor. Eine Frau aber setzen sie an einem anderen Fleck an einen Baum in der Nähe, schmücken sie und geben ihr eine Kette, deren Ende an dem Baum festgebunden ist. Das Einhorn, das das laute Getöse von Menschenstimmen und Trompeten hört, geht nahe an den Chor heran und guckt und horcht, was sie tun, traut sich aber nicht, ihnen ganz nahe zu kommen. Wenn es aber die schlafende Frau allein erblickt, springt es eilends auf sie zu und reibt sich an ihren Knien. Die Frau liebkost es und bringt es zum Einschlafen. Dann fesselt sie es mit der Kette am Horn und verlässt es so. Das Einhorn aber erwacht und kann nicht mehr weg, da es ja von der Kette gehalten wird, quält sich sehr, lässt schließlich sein Horn fahren und entkommt so. Und dann nehmen das die Jäger. Es ist ein sehr nützliches Gegenmittel gegen die Schlangen und ihr Gift.